Shut up, John. Hallo meine Kartoffelfreunde und willkommen zu einer neuen Folge Hearthstone. Ja, wer von euch den Upload-Plan von mir verfolgt hat, der würde jetzt eigentlich merken, dass eigentlich jetzt heute Counter-Strike Global Offensive hochgeladen werden sollte. Das geht aber leider nicht, weil ich eben eine Runde gespielt hatte. Und dann hat sich mein PC aufgehängt. Also ich hatte noch nicht aufgenommen, einfach nur zum Spaß eine Runde aufgenommen. Gespielt. Und auf jeden Fall haben wir dann einfach aus Spaß einfach eine Runde zum Aufwärmen gemacht. Und ja, das Problem war dann, mein Computer hat sich aufgehängt und jetzt, beziehungsweise habe ich zu lange gebraucht, um mir dann wieder reinzukommen. Diese 3 Minuten oder so Toleranzzeit sind abgelaufen und ich wurde wieder mal für 7 Tage gebannt. Ich habe ein Ticket an den Steam-Support geschrieben und hoffe, dass die schnellstmöglich antworten, weil ich finde das einfach extrem asozial, wenn man nicht mal da was dafür kann. Und dann wird das Spiel, oder wird man in dem Spiel gebannt. Für etwas, was man gar nicht gemacht oder wofür man nichts kann, was man nicht gemacht hat oder so. Ich kann ja nichts dafür, dass mein Computer einfach mal kurz denkt, ja, ich gebe mal den Geist auf. Ach, scheiß drauf. Das ist völlig, völlig behindert. Aber ich hoffe, dass die wenigstens so nett sind und sich darum kümmern und den Bann aufheben. Dann kann ich zum Beispiel übermorgen, also wenn ihr das Video guckt, wenn das Video rauskommt, morgen, auf jeden Fall eine neue Folge CSGO aufnehmen, verschiebt sich das halt einmal. Das ist aber bestimmt nicht schlimm. Das werdet ihr bestimmt noch tolerieren können. Ja, wir spielen mal wieder den Priester, den guten alten, gegen einen Schamanen. Und er hat gerade ungefähr 1 Stunde dafür gebraucht, um diese Karte zu spielen. Das ist sehr schlau. Ich spiele einfach mal meinen heiligen Pein, greife ihn direkt an und drücke auf fertig, weil diese Totems, ich hasse sie einfach. Ich hasse diese Totems über alles. Und für alle, die es mitbekommen haben, wir haben die 100 Abonnenten erreicht. Ich bin ziemlich stolz auf dieses Erlebnis, auf das, was wir geschafft haben. Ja, wir, sagen wir es so. Also wir sind jetzt 100 Leute in der Community und ja, ich hoffe, es werden auf jeden Fall noch mehr dazukommen. Das würde mich auf jeden Fall freuen, wenn ich umso mehr Leute ich mit meinen Videos unterhalten kann. So. Sprechen ist heute echt schwer. Ja, jetzt können wir den Yeti ausspielen. So. Ich habe jetzt den Yeti ausgespielt, weil das einfach komplett keinen Sinn ergeben würde. Mein Schattenwort Schmerz will ich nicht für, ich sehe nicht ein, hier für den das Totem mein Schattenwort Schmerz auszugeben. Und ja, jetzt haben wir 2 Zauber. Einen mit Überladung, ja. Gespielt, um ein Monster von mir, um beide Monster von mir zu töten, aber ich kann jetzt nichts machen. Ja, gut. Drücken wir einfach mal auf fertig. Da hätte uns auch jetzt seine Überladung bringt ihm. Toll, jetzt kann ich gar keinen Vorteil aus seiner Überladung ziehen, das ist echt scheiße. Weil wir einfach nur hohe Karten auf der Hand haben. Und dieses Kartenziehglück, ne? Oh, da haben wir einmal Gottesstill, das ist doch gut. Und ja, mehr können wir nicht machen, die Runde. Zwei Geisterwölfe mit 2 Sport dabei. Ich hasse diese Geisterwölfe. Ja, jetzt bitte übertreib nicht. Dankeschön. Holy Nova wäre jetzt was? Ja, haben wir nicht. Deswegen werde ich einmal Schattenwurz Schmerz spielen. Hallo? Nee, die haben ja 4 Angriff. Fuck. Kopiere ich einen von denen? Nein. Das würde nichts bringen. Erinnert euch an Kel'Thalas. So, jetzt hat er kein Gottesschild mehr. Das ist oh Mann. Fuck. Doch, spielen wir sie noch. Und buffen sie nochmal. So. Jetzt hat sie wenigstens mehr Leben. Und er wird sie vielleicht auch angreifen wollen. Mal gucken.
Ich hoffe einfach mal, dass er es macht. Dieses Flammenzungen-Totem ist einfach nur ultra pervers. Ich hasse es. Ja, jetzt ist die Frage, greift er mich direkt an oder lässt er? Also, der Typ braucht echt Jahre, habe ich das Gefühl. Drehen wir mal hier an unserem guten Kessel. Oh, er greift ihn wirklich an. Ich hoffe, mit dem greift er ihn nicht an. Gut. Gut. Weiter so. Nein, hör auf, diese Karte zu sehen. Hör auf damit. Hä? Ach so, da bitte. Au. Okay, also waschiger Serker. Wir können das doch einfach so machen. Wieso habe ich das nicht vorher gemacht? Ich war Idiot. So, jetzt haben wir den Berserker. Oh Mann, ich bin so ein Vollidiot, Mann. Wow. Oh, deswegen haben wir es nicht gemacht. Stimmt, er hat ja noch eins. Ja. Spottüberladung. Wow. Der hat echt ein gutes Schaman weg. Muss ich jetzt mal sagen. So. Ein Elementar kann jetzt nicht viel machen. Das kriege ich auf jeden Fall nächste Runde down. Ich hoffe nur, dass er jetzt keine Karten auf der Hand hat, die mir das Leben irgendwie schwer machen würden. Aber ich wüsste jetzt gerade keinen. Mir würde keine Karte einfallen gerade. Ja, ihm auch nicht. Nein, stimmt, er hat auch noch seine Frosch, seine Frösche, Fröschchen. Er könnte seinen Frosch raushauen. Auf ihn. Und. Oder hat er keinen Frosch auf der Hand? Oh, er hat seinen. Dumm. Dumm. Und greift direkt an. Ich wollte gerade sagen. Ja, GG. Och nö. Ich habe echt ein Pech. Wirkt 45 Zauber, spielt die aus. 20, 2 oder weniger Kassen. Gut, jetzt müssen wir die nur noch einmal. Oh, meine Spiele. Meine Freunde, ich spiele. Gucken wir mal, was uns als nächstes erwartet. Wird denn noch ein Schamane? Weil auf Schamane habe ich null Bock. Hexenmeister. Könnte was werden. Gut, die eine Quest haben wir schon mal fertig. Weg und weg mit dir. Oh Gott, hätte ich lieber nur behalten können. Na komm schon. Hast es dann mal. So, und die Klerikerin von Nordhain. Okay, gut. Sofort. Waffen. Oh, Prophet Velen, komm schon. Leg diesen Apfel auf euren Kopf. Komm schon. Auch nichts Sinnvolles. Gut, ich habe sie gerade ihn gerade angegriffen, damit er die Runde stirbt und ich eine Karte ziehen kann. Wir müssen den Boah. Jetzt haut er aber raus. Jetzt würde ich aber auch mit dem Flammenwichtel angreifen. Okay. Ein Mana, jetzt holt er noch ein Flammenwichtel raus. Oh, nee. Er rusht aber ordentlich. Ja, ja, Silbermond wird nicht verlieren, genau. Die einzige Karte, da brauche ich nicht viel zu sagen, das ist die einzige Karte, die ich ausspielen konnte.
Ui. Boom. Um das Gottesschild aufzuheben. Das hat ihm jetzt nichts gebracht, aber okay. Ich brauche nur Holy Nova. Komm schon. Ja! Und das rettet mir gerade den Arsch. Gut, den Dunkeleisenzwerg kriegen wir auch noch irgendwie down. Wahrscheinlich werde ich dann... Verstrecker des Tempels, der bringt mir nicht viel. Den würde ich ungern spielen. Sagen wir es so. Bringen tut er mir natürlich was, aber spielen wird ein bisschen kacke. Dumm. Wow, der hat wirklich ein Rusher-Deck. Vielleicht kommt ja was Sinnvolles. Nee. Eins. So. Ja, das ist gut. Dann können wir nächste Runde eine von den beiden zerstören, ich würde mal sagen. Ach nee, von den beiden. Die Scharlach wurde Fanatiker. Tatsächlich Fanatikerin. Ja gut, die wird nicht so gefährlich, aber die waren immerhin 7 Punkte, 9, 8 insgesamt. Dann, wenn es so weitergeht, bin ich in 2 Runden down. Dann haben wir heute einen echt schlechten Tag. Immerhin haben wir Gold für eine Quest bekommen. Ach, Ansturm Gottesschild. Au. 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 Okay, das ist nicht cool. Weg mit dir. Eins, zwei. Gut, ich habe nach der Runde noch ein Leben. Yay. Oh Gott. Richtig schlechte Karten, richtig schlechtes Kartenglück heute. Na komm. Greif doch einfach an. Wow, ernsthaft. Oh komm, Holy Nova. Och komm. Ja. Gut. So, haben wir Pech gehabt. CSGO gebannt und zweimal verloren. Aber immerhin, wir haben 40 Gold verdient. Yay. Gut. Ich bin dafür, wir öffnen noch eine Karte. Ich habe keine Lust, auf den Dungeon zu warten gerade. Ein Kartenpack kaufen. So, schauen wir mal, was uns in diesem Kartenpack erwartet. Soll ich's tun? Soll ich's tun? Soll ich's tun? Na, okay. Wow. Alles scheiße. Pflege, erhalte 2 Mana-Kristalle oder zieht 3 Karten. Verleiter im Diener 5. 2. Nein. Das ist... Wollen wir mal unser komplettes Geld verballern? Ja, hat der Dungeon halt Pech gehabt. Irgendwo muss doch mal eine Karte drin sein, wo ich... Oh! Episch, Gedankenspiele. Legt eine Kopie eines zufälligen Dieners aus dem Deck eures Gegners auf das Schlachtfeld. Immerhin. Hm, oh. Ja, ja, golden und gewöhnlich. Verwüster, den habe ich noch gar nicht. Gut, gucken wir mal kurz in unsere Sammlung. Irgendwie muss ich ja auch die Dinge so ein bisschen füllen. Ne? Macht der Wildnis. Ja, ja, Wildnis, lala. So, Priester gedanken sich den Gold. Doppelt das Leben. Und bringt alle feindlichen Diener zum Schweigen. Oh, das ist cool. Oh. Eine normale. Davon und die haben wir einmal. Die haben wir zweimal. Die haben wir auch zweimal, schade. Überzählige Karten entzaubern. Zack. Perfekt. 370 haben wir jetzt schon. Können wir damit irgendwas? Nee, können wir nicht. Schade. Wir brauchen noch mehr. Ich weiß selbst nicht, wie viele man braucht. Naja, okay, gut. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst mir doch einen Daumen nach oben da. Das war eigentlich nur so ein kleines Infovideo. Also erwartet nicht. Ich hoffe, ihr habt nicht zu viel erwartet, sagen wir es so.
Teilt auch einfach das Video mit euren Freunden oder andere Videos von mir. Schaut euch nochmal meinen Kanal an. Und ich wünsche, ja, noch einen schönen Tag, Abend, Morgen, je nachdem, wann ihr es guckt. Bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt, schlechte Unterhaltung und Kartoffeln. Bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt, schlechte Unterhaltung und Kartoffeln. Tschüss.